Und jetzt geht es weiter mit dem Alfred-Wegener-Institut, kurz AWI. Und zwar ist es das Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung und es ist ein Forschungsinstitut in Bremerhaven. Das AWI erforscht die Arktis, Antarktis sowie die Küsten und Meere, da Polargebiete und Meere eine zentrale Rolle im globalen Klimasystem spielen. Der nachfolgende Filmbeitrag liefert dazu einen kurzen Einblick. Wir gleich noch einen Gast auf der Bühne begrüßen, der zeigt, wie denn so der Alltag auf so einer Forschungsstation aussieht mit einem Outfit. Ich darf dich einmal auf die Bühne bitten. Und wir sprechen jetzt gleich auch mit Professor Dr. Lemke vom Alfred-Wegener-Institut, der selber auf so einer Forschungsstation schon war. Sind Sie schon in der Videokonferenz? Ja, ich bin da. Kann man mich hören? Ja, man kann Sie gut hören. Moin, moin. Moin. Wir haben ja jetzt gerade schon, ich sag mal, Ihren Arbeitsplatz gesehen in dem kleinen Film. Warum müssen denn Klimaforscher zum Forschen ins ewige Eis, um dort Experimente durchzuführen? Was kann man denn dort genau sehen? Naja, erst einmal ist die Gegend schon interessant, wie jede andere Gegend auf dieser Erde auch. Es sind ja früher Leute nach Afrika gegangen und haben Afrika entdeckt, obwohl da schon Leute gelebt haben. Aber es waren halt Weiße, die gedacht haben, naja, jetzt sind wir die Entdecker. Aber Polargebiete sind in der Tat wichtig, auch fürs Klima, das werde ich nachher noch so ein bisschen erzählen, weil der Temperaturgegensatz zwischen den Polargebieten und dem Äquator, der bestimmt, wie das Klima und das Wetter in unseren mittleren Breiten wird. Also es ist ganz wichtig, dass der Temperaturkontrast da ist und wenn er nicht da ist, dann wird sich einiges ändern. Sie haben ja jetzt schon einmal kurz angesprochen, dass Sie das gleich noch ein bisschen erläutern. Wir könnten jetzt direkt zu Ihrem Vortrag switchen zum Thema der Klimawandel jetzt und in Zukunft. Was sagt die Wissenschaft? Gut, dann werde ich mal den Bildschirm freigeben und hoffe, dass man das jetzt sieht. Okay, soll ich anfangen? Sieht man das? Ja, ich sehe schon. Genau, okay. Also, der Klimawandel jetzt und in Zukunft, das ist das, was uns natürlich interessiert.
interessiert. Und das, was wir jetzt haben, das sieht man jetzt hier links unten in der Grafik, die Temperatur als Farbunterschiede, nicht die höchsten, also die erhöhte Temperatur, 1 Grad, 1,2 haben wir zurzeit seit der industriellen Revolution. Und wir haben also hier den größten Temperaturerwärmung in der Arktis. Und so sieht es aus, wenn wir nichts unternehmen und weitermachen wie bisher. 4 Grad. Und das heißt also, das Eis in den Polargebieten wird weg sein. Und wir haben das ja schon gerade gesehen in diesem schönen Video der 6. Klasse, wodurch Meeresspiegelanstieg passiert. Nicht? Und in der Tat, der Meeresspiegel steigt nicht, wenn das Eis am Nordpol, das ja schwimmt, auf dem Meer schmilzt, sondern wenn das Eis auf den Kontinenten schmilzt und das Wasser dann ins Meer läuft. Aber die Frage ist, das oder das, wie verstehen wir das denn? Wie kann man das denn verstehen tatsächlich? Und das möchte ich jetzt erzählen. Und wir brauchen dafür natürlich so ein bisschen Hintergrund. Aber bevor wir in diesen Hintergrund gehen, möchte ich Ihnen eine Geschichte oder die Geschichte des Klimas über die letzten 60 Millionen Jahre auf der Erde zeigen. Das ist hier in diesem Diagramm gezeigt. Also links ist die Achse, die Temperaturachse, globale Oberflächentemperatur. Und man sieht hier unterschiedliche Zeitskalen, nicht ganz links 10 bis 60 Millionen Jahre, dazwischen 1 bis 10. Davor praktisch bis 1 Million Jahre ungefähr und rechts ist das heute ungefähr hier bei 2000 und natürlich Zukunft bis 2300. Und die Temperaturkurve zeigt ganz eindeutig, es war sehr warm vor 50 Millionen Jahren, dann ist es kühler geworden und insbesondere vor ungefähr 5 Millionen Jahren ist die Temperatur so weit abgesunken, dass wir in das sogenannte Eiszeitalter gekommen sind. Nicht? Und nochmal, der erste Teil hier ist das Treibhausklima. Und in diesem Treibhausklima, wo es ja praktisch bis zu 10, 15 Grad wärmer war als heute, dort gab es kein Eis auf der Erde und der Meeresspiegel war 65 Meter höher als heute. So, nach der Abkühlung, und hier spielt natürlich die Bahnparameter der Erde um die Sonne eine Rolle, aber ganz wichtig, hier vor 5 Millionen Jahren sind beiden Amerikas zusammengewachsen und Mittelamerika hat sich gebildet und dadurch sind die Meeresströmungen natürlich verändert worden. Der Golfstrom ist dann nach Norden gezogen und hat feuchte Luft nach Norden gebracht und bei einer Abkühlung gibt es dann auch sehr viel Niederschlag und wenn es kalt genug ist, bleibt der Schnee liegen. Also hier geht es dann in eine Eiszeitphase, nicht? Und dieses Eishaus, das wir seit ungefähr 1 Million Jahre haben, leben tatsächlich in einem Eiszeitalter, so heißt das auch offiziell. Und dieses Eiszeitalter hat wirklich die Kältephasen und hat Warmphasen. Und um die geht es, und das zeige ich nachher noch im Detail. Hier ist es aber so, dass der Meeresspiegel zwischen dem heutigen Niveau und ein Meeresspiegelrückgang auf um 125 Meter hin und her schwankt. Während der Eiszeiten lag also ganz viel Eis auf den Kontinenten, da war der Meeresspiegel 125 Meter niedriger. Und während der Warmzeiten, so wie jetzt, ist er bei Null. Das hier ist sozusagen die Entwicklung seit Beginn der industriellen Revolution 1850. Und hier ist heute 2020 und die Zukunft sieht schon, wenn wir nicht aufpassen, ganz schlimm aus. Und wir haben natürlich jetzt, das ist die Erwärmung, diese gestrichelte Linie, die Erwärmung um 1,2 Grad ungefähr. Und das, was wir erwarten, ist, wenn wir nicht aufpassen, sind 4 Grad. Das heißt, wir enden dann ab bei einer Temperatur, die wir vor 10 Millionen Jahren hatten. Und das ist etwas, was uns natürlich für große Herausforderungen stellt. Und das ist natürlich auch das Treibhaus, das wir erzeugen, das sozusagen. Und das Eis wird schmelzen, wenn wir so weitermachen. Es wird lange dauern, nicht? Aber wir kriegen dann wieder die 65 Meter irgendwann. Und was das heißt, zeige ich jetzt auf dem nächsten Bild. Das ist also
hier sieht man die Umrisse von Norddeutschland. Man sieht, das blau schattierte hier ist das Land, das untergegangen sein wird bei plus 60 Meter. Leider habe ich keine Grafik für 65 Meter. Und jetzt gucken wir hier mal, Hamburg ist unter Wasser, Hannover ist unter Wasser, Köln ist unter Wasser, Berlin sowieso. Und jetzt gucken wir noch mal die engere Umgebung an. Bünde wird an einem Fjord liegen. Herford genauso. Lübbecke ist Küstenstadt. Und Minden ist, jedenfalls Minden ist teilweise untergegangen. Porta Westfalica ist sozusagen ein Durchlass, ist alles geflutet. Bückeburg gerade eben an der Küste nicht. Und das ist das, was auf uns zukommen könnte. Allerdings muss man sagen, ehe Grönland schmilzt, und das sind dann 7 Meter Meeresspiegelanstieg, das wird 1000 Jahre dauern und die Antarktis wird noch länger dauern. Es ist also ein langer Prozess, aber der ist dann irgendwann nicht aufzuhalten. Und um das zu verstehen, müssen wir erst einmal gucken, wie entsteht das Klima, welche Rolle spielt der Mensch, wie wirkt sich die globale Erwärmung aus und was kommt auf uns zu, tatsächlich, was kann man sagen und was kann man auch dagegen tun. Also diese 5 Punkte werde ich jetzt ganz kurz anreißen. Und ich habe auch einen Text dazu, den kann ich dann Herrn Tenkoff schicken oder jemand, der alle, die mir eine E-Mail schicken, die kriegen auch einen Text, in dem ganz grob zusammengefasst ist, was ich jetzt erzähle. So, wie entsteht das Klima? Das Klima entsteht in einem ziemlich komplexen System, das gebildet wird aus der Atmosphäre, dem Ozean, den Landoberflächen, der Biosphäre auf dem Land und auch der Biosphäre im Ozean. Und dieses System wird angeregt durch die Sonne. Die Sonne ist der einzige Energiegeber für alle Vorgänge, die hier im Klimasystem auf der Erde stattfinden. Es gibt lokal natürlich Vulkane, die wirklich aber nur lokal eine Wirkung haben und nicht global gesehen. Außer den Staub, den sie herauspusten, der bleibt dann vielleicht 2 Jahre in der Luft und macht die Temperatur ein bisschen kühl, aber dann ist es auch wieder weg. So, das sind also die Komponenten und wechselwirken alle miteinander. Hier sieht man die roten Doppelpfeile. Da sind also Wechselwirkungen drin, wie der Wärmeaustausch, nicht der Golfstrom, der nach Norden fließt, mit seinen Ausläufern und der die Wärme abgibt an die Atmosphäre. Die Atmosphäre schickt uns die Wärme mit den Westwinden aufs Land, nicht? Und genauso Wechselwirkung ist die Verdunstung von Wasser in Wolken. Die Wolken treiben dann auf den Kontinent, regnen dort ab und das Wasser fließt durch die Flüsse wieder zurück ins Meer. Also es gibt eine ganze Reihe von Wechselwirkungen auch hier über Land. Nicht? Die Wechselwirkung, dass sozusagen die Vegetation CO2 aufnimmt und Sauerstoff produziert. Und vieles andere, was man hier noch erzählen könnte. Aber wir kennen dieses System ziemlich gut. Und diese Wechselwirkung ist physikalisch gesehen simpel. Wenn man sie aber berechnen will, ist sie sehr kompliziert, weil die Landoberflächen so kompliziert sind. Im Wesentlichen ist es nur der Austausch von Wärme, von Masse. Die Wärme habe ich erzählt, Wärmestrom, Golfstrom. Und die Masse ist die Verdunstung zum Beispiel. Und der Impuls, das ist einfach der Wind, der über den Ozean streicht und der über Reibung die obersten Ozeanschichten mitnimmt und eine Strömung erzeugt. Das ist der Impulsaustausch, Newtons zweites Gesetz. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und das bestimmen die Grundgesetze der Physik. Wir kennen das sehr gut seit über 100 Jahren. Und wir können dieses Modell, diese Klimawechselwirkung auch sehr gut beschreiben. Wir haben aber inzwischen einen Einfluss durch den Menschen. Also nicht nur die Natur macht die Wechselwirkung, die roten Doppelpfeile hier, sondern der Mensch greift ein, dadurch, dass er die Landoberfläche verändert hat. Seit 10.000 Jahren haben wir die Landwirtschaft erfunden und machen deswegen sozusagen die natürliche Vegetation platt und legen Felder an. Und das ist aber der kleinere Teil des Einflusses. Der größere Teil ist, dass wir tatsächlich fossile Brennstoffe, das hatten wir ja vorhin schon gehört, nutzen, die wir aus dem Boden holen, nicht die Natur in Millionen Jahren eingelagert hat und wir verbrennen die in 50 Jahren. Und das ist das Problem. Das werden wir gleich nochmal genauer sehen. So, und man kann dieses System auch einfach beschreiben, ohne auf diese komplexen Wechselwirkungen über den Kontinenten sich Gedanken zu machen. Man guckt einfach
am Oberrand der Atmosphäre an, wie viel Energie kommt von der Sonne rein. Das kennen wir sehr genau, gemessen durch Satelliten, Ballonaufstiege und so weiter. Und wir wissen auch, dass die Erde diese Wärme, die sie kriegt von der Sonne, auch wieder abstrahlen muss und wird sie anfangen zu kochen. Das tut sie nicht. Und sie schickt Wärme in den Raum hinaus, genau wie jeder Körper, der oberhalb des absoluten Nullpunktes ist, sendet Wärmestrahlung aus. Das macht die Erde auch. Und diese Wärmestrahlung ist proportional zur absoluten Temperatur hoch 4. Und wir können deswegen aus einer Energiebilanz ausrechnen, wie hoch die Temperatur am Oberrand der Atmosphäre ist. Und das sind minus 18 Grad. Die kann man messen. Das wurde auch gemessen aus der Raumstation da oben. Nicht? Und man kann das auch verstehen. Hier oben, wenn man mal nach Amerika fliegt und aus dem Flugzeug guckt, Monitor guckt im Flugzeug, dann sieht man, dass die Temperatur dort oben minus 50 Grad ist über den Wolken. Und die Wolken, der Planet ist halb bewölkt, nicht? Und die andere Hälfte, da guckt der Boden durch und der Boden ist plus 50 in der Sahara zur Mittagszeit und minus 70 in der Antarktis. Und diese Abstrahlung, die macht die minus 18 Grad. Diese 18 Grad würden auch am Boden herrschen, wenn wir nicht die natürlichen Treibhausgase hätten. Nicht? Und die natürlichen Treibhausgase, im Wesentlichen Wasserdampf und Kohlendioxid, die sorgen dafür, dass wir kuschelige 15 Grad am Erdboden haben. Und das funktioniert so, dass die solare Einstrahlung geht also durch die Atmosphäre durch, kommt auf den Erdboden, erwärmt den Erdboden und der Erdboden schickt die Wärme wieder zurück nach oben. Diese Wärmestrahlung ist langwelliger als die kurzwellige Strahlung von der Sonne. Und diese langen Wellen werden in der Atmosphäre absorbiert durch Wasserdampf und durch Kohlendioxid, Methan und andere Gase. Und die lassen also von der Wärmestrahlung vom Erdboden nur einen Teil durch. Dadurch erwärmt sich die Luft ein bisschen. Und diese Wärme wird natürlich nach oben und nach unten abgegeben. Und das, was hier nach unten kommt, das ist der zusätzliche oder der natürliche Treibhauseffekt. Und den haben wir natürlich eventuell verändert. Gucken wir uns gleich an. Nicht, woher wissen wir das? Nicht, die Treibhausgase, im Wesentlichen also hier CO2, Wasserdampf ist geregelt. Nicht, Wasserdampf kann nicht zunehmen, weil wenn der Wasserdampfgehalt sich erhöht, dann fängt es an zu regnen. Dann kondensiert das Wasser aus und dann regnet es. Und die Frage ist also hier, können wir etwas aussagen über die Änderung des CO2 in der Vergangenheit? Und die Frage ist, gibt es ein Archiv für sehr alte Luft? Und richtig alte Luft, ich meine 800.000 Jahre alte Luft zum Beispiel. Also nicht einfach so einen alten Schrank im Keller, der ein bisschen vor sich hin müffelt, sondern tatsächlich ganz, ganz alte Luft. Und in der Tat gibt es ein Archiv auf der Erde, wo Luft gespeichert ist, über die Jahrtausende, Jahrhunderttausende. Und das ist in den Eisschilden. Hier links ist so ein Beispiel für Grönland, rechts ist die Antarktis, aber ist egal, wo das ist. Dieser Eiskuchen in Grönland und auf der Antarktis, der ist entstanden aus Schnee. Und Schnee ist gefallen und ist im Sommer nicht weggeschmolzen, Schnee fällt wieder und dann fallen über die Jahrhunderttausende, fällt der Schnee übereinander, die Lagen, und der obere Schnee, der drückt den unteren Schnee zu Eis zusammen und im Schnee ist ganz viel Luft. Nicht? Das weiß man, wenn man mal rausgeht nicht, und es hat frisch geschneit und es ist sehr kalt, dann ist zwischen den, ist es sehr fluffig nicht, und zwischen den Eiskristallen, Schneekristallen ist ganz viel Luft. Und das sieht man auch tatsächlich, wenn man mal einen Kern bohrt, nicht? Also so einen Kernbohrer hat und zieht so einen Kern raus, dann sieht man im Eis die Luftblasen. Das sind also alte Luftblasen, die konserviert sind. Und wenn man ganz nach unten schaut, dann findet man Luft, die ist 800.000 Jahre alt in der Antarktis. Nicht? Und das ist hier gezeigt in dieser Grafik. Also links ist die Zeit 800.000 Jahre vor heute, rechts ist heute 0. Und man sieht hier den CO2-Gehalt aufgetragen auf der Y-Achse. Und wenn man von heute mal zurückgeht, nicht, heute ist der, also vor, sagen wir mal, vor der industriellen Revolution ist der CO2-Gehalt bei 280 gewesen und bei der letzten Eiszeit vor 20.000 Jahren bei 180. Und so hat der CO2-Gehalt zwischen den Warmzeiten und den Eiszeiten immer zwischen 180 und 280 geschwankt. Nicht? Und zwischen den Kaltzeiten und den Warmzeiten gibt es also einen Unterschied in der CO2-Menge von 100 ppm
Teile pro Million pro Volumen. Und man sieht sehr schön auch, dass es ungefähr 20.000 Jahre gedauert hat, von der Eiszeit bis zur Warmzeit, bis der CO2-Gehalt hochgegangen ist. Nicht? Also zwischen Kaltzeit und Warmzeit 100 ppm und 20.000 Jahre. Und diese rote Kurve hier zeigt Entwicklung in den letzten 60 Jahren im Wesentlichen. Nicht? Und man sieht sehr schön, das geht steil rauf. Nicht? Wir haben heute einen Gehalt von 416, also das war letztes Jahr, 2021, 416 ppm, also deutlich mehr als der Übergang von einer Eiszeit zu einer Warmzeit. Und diese Menge hier ist ein Problem, aber das andere Problem ist, dass wir das im Prinzip von 310 bis 410 haben wir das in 50 oder 60 Jahren gehabt. Nicht? Und das ist natürlich eine Geschwindigkeit, mit der wir Kohle verbrennen, die Natur in Jahrmillionen eingelagert hat. Die verbrennen wir in 50 Jahren und deswegen kann das System das nicht aufnehmen. CO2 bleibt, also das System, damit meine ich den Ozean und die Biosphäre, und deswegen bleibt also ganz viel CO2 in der Luft. Nicht? Und das ist ganz offensichtlich, die Menschen haben den Treibhauseffekt stark verstärkt und es ist jetzt der höchste Wert, nicht? Und das sage ich jetzt einfach nur, das Diagramm, wer sich interessiert, dem kann ich das schicken, das ist der höchste Wert seit ungefähr 20 Millionen Jahren. Und das ist ein Problem. Nicht? Wir haben das Problem da. So, und was passiert auf der Erde? Nicht? Das ist die Temperatur aller Wetterdienststationen seit 1880 auf der Erde, gemittelt als globale Temperatur. Nicht? Und hier sind die Abweichungen von dem Mittelwert von 1950 bis 1980. Man sieht sehr schön, es gab eine Erwärmungsphase Anfang des letzten Jahrhunderts, dann eine leichte Abkühlung von 1940 bis 1970, 78 und dann eine starke Erwärmung. Und diese Erwärmung, die ist in der Tat nur zurückzuführen auf die Nutzung von fossilen Brennstoffen. Das kann man hier sehen in dieser Kurve, das ist aus dem neuen IPCC-Bericht, der im August letzten Jahres veröffentlicht wurde. Nicht, wenn man sich mal, also die schwarze Kurve hier ist das gleiche wie die bunte Kurve hier links, nicht, die schwarze Kurve rechts, die durchgezogene Kurve, das ist die beobachtete Temperatur. Und wenn man sich jetzt anguckt, der untere Teil hier, der zeigt alle Klimamodelle, die ohne die Treibhausgase versuchten, Vulkanausbrüche zu modellieren und alles andere, was sich in der Sonnenstrahlung geändert hat. Und man sieht, die haben keinen Effekt. Aber wenn man die Modelle mit den Treibhausgasen füttert und diese Erhöhung von CO2 dazu tut, dann sieht man, dass die Beobachtungen ganz gut beschrieben werden. Und das heißt, und das hat der IPCC-Bericht, der letzte, auch tatsächlich gezeigt, die beobachtete Erwärmung ist sehr unwahrscheinlich natürlichen Ursprungs und sehr wahrscheinlich erzeugt durch die Treibhausgase, GHG, Greenhouse Gases, das sind die Treibhausgase. Es ist also ganz klar, dass CO2 die Ursache für die Erwärmung der letzten 50, 60 Jahre ist und dass wir sozusagen das verursacht haben. Also der Mensch ist die Ursache für diese Erwärmung. Das ist ganz eindeutig schon, das haben wir auch in früheren Berichten schon gesagt und ich habe an den ersten 5 Berichten vom IPCC mitgearbeitet, 1990. Und das haben wir schon von Anfang an gesagt. Das wird jetzt immer deutlicher und wir wissen immer besser, dass sozusagen keine Anzeichen gibt, dass das nicht der Fall ist, dass wir die Ursache sind. Tatsächlich ist die Erwärmung, das ist hier jetzt ein Bild der letzten 142 Jahre und man sieht, die Erwärmung ist 1,13, höchste Erwärmung in den Polargebieten, dort, wo Schnee und Eis zurückgehen. Nicht? Und tatsächlich ist hier Schnee und Eis ist dünn. Das geht also sehr schnell zurück. Und wenn eine helle Fläche plötzlich in der Tundra erscheint, anstatt Schnee, dann absorbiert die Sonne die Sonnenenergie noch viel stärker und schmilzt noch mehr Eis. Auch die Kontinente sind wärmer als der Ozean, weil der Ozean eine hohe Wärmekapazität hat und deswegen sich langsamer erwärmt. Oh, und die Folge haben wir schon gesehen. Nicht? Die Experimente in dem Filmchen vorhin sehr schön gemacht. Nicht? Hier ist gezeigt die Antarktis, rot, Massenverlust auf der linken Seite. Und Grönland verliert mehr Masse als die Antarktis, weil Grönland liegt nicht direkt am Pol,
sondern am Rand des Polargebietes. Man muss sich das mal angucken. Die Südspitze von Grönland hat denselben Breitenkreis wie die Hauptstadt von Norwegen, Oslo. Und man sieht also sehr schön, dass Grönland viel mehr zum Meeresspiegel beiträgt. Und man sieht tatsächlich hier, die Beiträge zum jährlichen Zuwachs am Meeresspiegelanstieg ist 0,9 Millimeter von Grönland, 0,5 von der Antarktis und alle Gebirgsgletscher 0,6. Waren früher auch mal 0,8, aber die Gebirgsgletscher sind alle so klein geworden, dass die praktisch keinen großen Beitrag mehr liefern können. Und das ist in der Tat hier die beobachtete Erhöhung des Meeresspiegels, typischerweise 3,3, das ist über die lange Strecke, über 30 Jahre fast 3,3 Millimeter pro Jahr, aber die letzten Jahre sind inzwischen 3,7 Millimeter pro Jahr. Und die Wärmeausdehnung, auch das haben wir sehr schön in dem Experiment gesehen, macht 1,4 aus, aber man sieht schon, wenn man das Schmelzwasser von den Kontinenten anguckt, dass es mehr ist, 2 Millimeter gegenüber 1,4 durch die Wärmeausdehnung. Also der größte Anteil macht tatsächlich das geschmolzene Eis aus. Aber es ist nicht nur das Eis, das schmilzt, sondern Hitzewellen treten auf und das ist eine Weltkarte, nicht oben ist. Hier ist Nordamerika, Südamerika, Eurasien, Afrika, Australien, Neuseeland und dann pazifische Inseln. Und man sieht sehr schön, diese rotbräunlichen Farben zeigen an, dass hier die Zunahme an Hitzewellen schon beobachtet worden ist. Das sind alles Beobachtungen hier. Und das alle mit 3 Punkten zeigt, dass das sehr signifikant ist. Das nächste Bild zeigt die starken Niederschläge. Nicht? Und man sieht sehr schön, in Nordeuropa ist es auch schon ganz stark, auch in Eurasien, Teile von Afrika. Und das wird also auch zunehmen. Und der Grund ist ganz einfach, wenn die Luft wärmer ist, dann kann sie mehr Wasserdampf halten. Und der kann dann natürlich auch kondensieren, wenn der nach oben steigt. Und dann gibt es also stärkeren Regen als vorher. So, das nächste sind die Dürren, nicht? Und hier sieht man auch einige Beispiele auf allen Kontinenten, wo die Dürren schon zugenommen haben, insbesondere hier das Mittelmeergebiet. Davon haben wir schon häufiger gehört, nicht? Dass in Spanien und in Italien, Süditalien Wassermangel herrscht, nicht? Und das wird sich natürlich auch fortsetzen. Und wie kann man jetzt die Zukunft beschreiben? Nicht? Wir kennen, das hatte ich vorhin schon gesagt, die Wechselwirkungen hier durch die verschiedenen Komponenten des Klimasystems sehr genau. Das sind die Grundgesetze der Physik, die brauchen wir nur anzuwenden. Wir müssen natürlich aufpassen, die Kontinente sind so kompliziert mit Seen und Feldern und Wäldern und kleinskalig, dass man sozusagen nicht alles im Detail beschreiben kann, aber man kann das schon sehr gut machen und man kann auch beschreiben den Einfluss des Menschen, nämlich die Erhöhung des CO2. Aber die Vorhersage, wie viel Treibhausgase wir tatsächlich benutzen werden in Zukunft, ist nicht so einfach, weil das hängt von wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungen ab, die wir einfach nicht vorhersehen können. Es gibt keine Gleichungen dafür, die man benutzen kann für die Vorhersage. Deswegen macht man Szenarien. Man sagt also, wir nehmen mal an, wir machen so weiter wie bisher und gucken, was passiert. Oder wir sparen und emittieren in 20 Jahren kein CO2 mehr. Und diese Szenarien, die sieht man hier auf dieser Grafik, das ist die Temperatur links aufgetragen für die Zeit von 1950 bis 2100, bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Und man sieht sehr schön, wenn wir nichts unternehmen und einfach so weitermachen wie bisher, dann enden wir bei 4 bis 5 Grad zusätzlicher Temperaturerwärmung. Und wenn wir sparen, und das stärkste Sparszenario ist hier unten, dann bleiben wir unter 1,5 Grad, auch mit dem zweiten Szenario hier. Und deswegen ist es schon angebracht, dass wir tatsächlich möglichst schnell auf die Nutzung von fossilen Brennstoffen verzichten. Denn 4 Grad kann man, will man nicht haben. Das ist sozusagen die Welt mit 1,5, das haben wir jetzt ja schon beinahe, nicht? Das wird nicht mehr so lange dauern, wenn wir nichts dagegen tun. 2-Grad-Welt und rechts die 4-Grad-Welt. Und diese 4-Grad-Welt ist eigentlich für die Arktis, also für alle hohen Breiten sind das nicht 4 Grad, das ist ja global gemittelt, die 4 Grad. Für den Norden
der Erde nicht, ist das dann eher 8 Grad oder noch mehr. Und das ist etwas, was man gar nicht aushalten will und aushalten kann. Das hier ist der Niederschlag. Man sieht, dass er zunehmend in hohen Breiten, nicht? Und das ist aber auch Zonen der Dürren gibt, nicht, wo es trockener wird. Und das Mittelmeer, der Mittelmeerraum hier ist ein gutes Beispiel. Und dieser Mittelmeerraum, der kann sich im Sommer natürlich auch diese Dürre im Mittelmeerraum, ich glaube, es ist auf dem nächsten, übernächsten Bild kommt das gleich nochmal, diese Dürre wird sich auch nach Deutschland fortsetzen. Nicht? Also hier sieht man die Hitzewellen, nicht vorwiegend in, sozusagen in den niederen Breiten, Starkregen vorwiegend in den nördlichen Breiten. In einer 4-Grad-Welt ist das schon sehr, sehr kritisch. Und hier sieht man das Bild, das ich vorhin schon erwähnte, die Trockenzonen, die sich noch verstärken werden. Und da ist der Mittelmeerraum ganz deutlich. Nicht? Und im Sommer, das hatten wir ja schon 2018, wird sich diese Trockenzone auch auf Deutschland auswirken. Nicht? Und es kann auch sein, dass wir mal einen Sommer kriegen ohne Regen, so wie 2018. Und dann heißt es für die Landwirte, nicht, es gibt keine Ernte. So, der Meeresspiegel steigt, nicht, haben wir vorhin gesehen. Also noch ein Kompliment an die 6. Klasse, super gemacht. Aber hier sieht man tatsächlich, wie der Meeresspiegel steigt bis 2100 und Umständen um 1 Meter. Und das ist natürlich schon kritisch, weil viele Länder können sich gar nicht leisten, die Deiche 1 Meter höher zu machen. Wir können das schon, das kostet viel Geld, das kostet aber auch Platz, denn der Deich wiegt viel. Und man kann den Deich nicht einfach höher machen, man muss ihn auch breiter machen, damit der Druck unten nicht so hoch ist. Und deswegen muss man auch Platz aufgeben. Nicht? Und Städte wie Bremerhaven, die müssen dann einfach da Häuser wegräumen, nicht, um die Deiche breiter zu machen. Und in Schleswig-Holstein wird es so sein, auch in Niedersachsen, dass hinter dem Deich, nicht, wird das Land ja immer niedriger, dass das Salzwasser drückt unter dem Deich durch und versalzt die Felder, nicht? Und man kann das da gar nicht wegpumpen. Nicht? Und deswegen müssen sich auch die Landwirte dann langsam zurückziehen. Und das ist ein Bild, das Sie alle mitnehmen sollten nach Hause. Das ist eines der wichtigsten Bilder, die wir seit, glaube ich, 2013 oder sogar 2007 entwickelt haben. Das ist die Erwärmung der Erde als Funktion der Gesamtmenge an CO2, die wir in die Atmosphäre emittiert haben. Das hier sind die Beobachtungen. Das ist fast eine lineare Beziehung und deswegen ist das sehr gut geeignet, um rauszufinden, nicht, wie viel CO2 können wir denn überhaupt noch ausgeben. Nicht? Also hier sind wir heute, nicht? Und wenn wir gucken, wo liegt die Grenze bei 1,5 Grad, dann kann man hier sich die Mitte aussuchen und dann sieht man, aha, da unten fast 3000, nicht? Und wo sind wir heute? Hier, und man kann sich die Differenz dann ausrechnen, wie viel CO2 kann ich mir noch erlauben, bis die Temperatur der Erde global 1,5 Grad erreicht. Nicht? Und das sind 500 Gigatonnen. Hier ist es ab Januar 2020. Und diese 500 Gigatonnen, die sagen einem jetzt mal gar nichts, weil man, wenn man nicht weiß, wie viel wir tatsächlich im Jahr emittieren. Und tatsächlich emittiert die Menschheit jedes Jahr 37 Gigatonnen CO2 pro Jahr. Nicht? Und das heißt also, wir haben wirklich nur noch 14 Jahre, wenn wir so weitermachen wie bisher, für die 1,5 Grad und 36 Jahre für die 2 Grad Erwärmung. Nicht? Und deswegen heißt das, in 14 Jahren, wir können nicht die Nutzung von fossilen Brennstoffen auf einen Schlag auf null reduzieren. Also muss man jetzt anfangen, jetzt schon sofort anfangen, die CO2-Emissionen zu reduzieren und alternative Energien zu nutzen und zu verstärken. Nicht? Und was kann man denn persönlich tun? Nun, das hier ist der CO2-Fußabdruck eines jeden Deutschen. Nicht? Und man sieht hier sehr schön, dass der größte Anteil an dem CO2-Fußabdruck ist der Konsum. Alles, was wir kaufen, vom T-Shirt zum Fahrrad bis zum Computer, das muss ja hergestellt werden. Nicht? Und das ist sozusagen der größte Anteil, 30% unseres Fußabdrucks. Das nächste ist die Mobilität, also Autofahren, nicht? Und Motorrad und Moped. Und das drittgrößte ist dann die Heizung. Nicht? Da muss man schon sehen, was kann man denn tun? Nicht? Einen Pullover anziehen und die Heizung ein bisschen runterdrehen. Ernährung 13%. Nahrungsmittel müssen erzeugt werden und sie werden zu einem Drittel immer noch weggeworfen. Nicht? Das ist eine Schande.
nicht nur, dass man Nahrungsmittel wegwirft, sondern auch, dass man die ganze Energie, die da reingegangen ist, dann auch wegwirft. Öffentliche Emissionen 10%, also das sind unsere Rathäuser und alles, was sozusagen die Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, und 7% ist Strom. Nicht? Und Deutschland ist ja ganz stolz darauf, dass 40% ungefähr oder die Hälfte von dem Strom tatsächlich alternativ ist. Und wenn man sich mal anguckt, das ist so eine kleine Ecke nur. Ne? Das ist nicht viel. Nicht? Also wir haben noch viel zu tun, um diesen ganzen Kuchen sozusagen zu reduzieren. Und wie können wir das machen? Wie können wir unseren Fußabdruck reduzieren? Natürlich Konsum einschränken. Das ist das Erste. Nicht? Man muss nicht alles kaufen, was gut aussieht. Und hier ist aber eine Analogie dazu. Nicht? Earth Overshoot Day, nicht Erdüberlastungstag, der war 1970 am 31. Dezember. Das heißt, man hat 1970 so viel Energie, so viel Ressourcen der Erde benutzt, wie sie auch tatsächlich jedes Jahr zur Verfügung stellt. Nicht? Heute ist es beim 29. Juli weltweit gesehen. Also wir brauchen schon fast zwei Erden. Und wenn man sich Deutschland anguckt, nicht? Wenn jeder so leben würde wie in Deutschland, dann ist es der 1. Mai. Nicht? Das heißt also, wir bräuchten einer drei Erden, wenn jeder so lebt wie die Deutschen. Also wir müssen uns da unbedingt ändern. Wir müssen Energie einsparen, das ist das Simpelste. Man kann gucken, dass man nicht unnötig Energie ausgibt. Unser ganzes Leben nachhaltig gestalten. Und wir hatten ja vorhin schon ein Beispiel von Karl von Karlowitz über die Waldnutzung. Seitdem gibt es die Nachhaltigkeit. Aber wir haben das immer noch nicht gelernt. Das bleibt noch offen uns zu tun. Wir brauchen alternative Energie- und Heizungstechnologien. Das heißt aber, dass sozusagen die Kommunen und auch die Regierung hier Anreize geben müssen, damit das auch tatsächlich sich umsetzt. Neue Verkehrssysteme und Verkehrsmittel genauso. Es braucht nicht jeder ein Auto. Das ist eigentlich auch klar. Und wir brauchen alternative Baumaterialien. Die müssen vom Land weg, denn die Herstellung, die produziert auch CO2. Und wir müssen uns anpassen, denn es ist ja. Und das ist wie eine Lokomotive, nicht? Die ist voller Geschwindigkeit, nicht? Und jetzt, wenn man bremsen will, dauert das ganz lange, nicht? Und das ist genauso beim Klimasystem, nicht? Selbst wenn wir heute aufhören, CO2 zu produzieren, dann wird der Klimawandel fortschreiten und der wird natürlich nicht so einfach zu bremsen sein, nicht? Man muss sich schon anstrengen. Schutz natürlich gegen Überschwemmung, das heißt also Niederschlag, nicht nur die Deiche, sondern auch die Niederschläge, die dann kommen, nicht wie im Ahrtal im letzten Jahr, Katastrophenschutz und dann die Hitzewellen, die werden garantiert kommen. Denn das ist das Einfachste und das Simpelste, was man erklären kann, ist, wenn es wärmer wird, dann gibt es mehr Hitzewellen. Nicht? Und nur ein Beispiel, wir haben in den heißen Sommern 2003 und dann einige folgende, noch nicht mal 2018, 2019 dazu gezählt, 30.000 Hitzetote. So wie wir heute die Corona-Toten zählen in der Statistik vom RKI. Das RKI hat auch eine Statistik für Hitzetote. Nicht? Und es gibt tatsächlich Hitzetote, genauso wie Corona-Tote, die durch Hitzewellen verursacht worden sind. Und diese Toten sind, wie auch bei Corona, meistens alte Leute, nicht? Weil sie damit nicht zurechtkommen. Ja, schönen Dank, das war's. Und nicht vergessen, Klimawandel ist real, Mensch ist die Ursache, es ist gefährlich. Wir sind uns alle einig und wir können noch etwas tun, aber es muss möglichst schnell passieren. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie viele Fridays hat unsere Future noch? Ein schönes Bild, das ich neulich in einer Schweizer Zeitung gefunden habe, das sagt eigentlich alles. Ja, schönen Dank. So, Herr Lemke, ich denke mal, Sie haben den Applaus hier gehört für Ihren Vortrag. Vielen Dank auch von unserer Seite. Und wir sehen Sie dann ja später nochmal wieder in unserer Veranstaltung. Und bis dahin nochmal einen schönen Tag. Okay, danke. Genau, jetzt werden wir einen Vortrag von Schülerinnen aus der Q1 und Schülern aus der Q1 aus dem Physik-LK hören. Die haben einen Vortrag, wie kommt der Strom in die Steckdose?